Hallo und herzlich willkommen zu Grau TV Film Ausgabe Nummer 12. Und ich möchte mit euch heute über The Witcher Nightmare of the Wolf reden. Ja, denn im Dezember kommt ja endlich die zweite Season von The Witcher. Ich kann euch hier auch nochmal an dieser Stelle meine Review verlinken zu der ersten Staffel von The Witcher, die mir auch schon recht gut gefallen hat. Und ich freue mich sehr auf die zweite, die jetzt vom Trailer her auch qualitativ nochmal hochwertiger aussieht. Und als kleine Vorbereitung darauf kam jetzt ein kleiner, ja, Zeichentrick-Anime-Film, der eben Nightmare of the Wolf heißt und der die Geschichte von Wesemir erzählt. Das ist, für alle, die es nicht wissen, der Lehrmeister von Geralt und sein Ausbilder. Und den werden wir halt in der zweiten Staffel kennenlernen. Und dementsprechend erfahren wir jetzt hier in diesem Film seine Geschichte, die jetzt für mich auch neu war, denn ich habe die Bü ersten drei Bücher gelesen und bin jetzt gerade dabei, in Vorbereitung auf Staffel 2 das dritte nochmal zu lesen und dann das vierte auch zu Ende zu lesen, was wir angefangen hatte. Und zumindest in diesem Bereich kommt Wesemirs Backstory nicht vor. Das heißt, für mich war das jetzt hier auch etwas Neues, was mir hier erzählt wurde. Und ja, wir erfahren eben so ein bisschen, wer dieser Mensch ist. Und der Film entscheidet sich dabei, zum einen eine Geschichte von ihm als erwachsenem Hexer zu erzählen, also wo er schon ein ausgebildeter Witcher ist und ja, wo er quasi dann in einen Konflikt zwischen den Hexern, die damals noch sehr, sehr zahlreich waren zu seiner Blütezeit, und einer Magierin namens Madame Gilchrist gerät, Tetra Gilchrist, und der Krone von Catwin. Und ja, dass da eben ein Konflikt sich zwischen den Hexern und der Krone und den Magiern anbahnt und wo er dann eben reingerät. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder Flashbacks in die Kindheit von Wesemir, um eben zu erfahren, wie ist er überhaupt zum Hexer geworden, was war seine Motivation sozusagen, sich dem anzuschließen und so weiter und so fort. Und das wechselt sich immer so ein bisschen ab, sodass dann eben immer die Vergangenheit von Wesemir wieder in seine jetzigen Taten reinschlägt. Das Ganze spielt natürlich lange, lange Zeit vor der Staffel 2, die wir dann sehen werden, weil, wie ihr jetzt auch schon gelernt habt, als Leute, die eventuell mit The Witcher vorher nichts zu tun haben, die werden sehr, sehr alt und er ist eben hier noch wirklich ein junger Mann und das wird er in der zweiten Staffel definitiv halt nicht mehr sein. Und ja, dementsprechend haben wir hier also eine Geschichte, die weit in der Vergangenheit liegt. So, und jetzt möchte ich euch verraten, wie mir dieser Film gefallen hat. Zunächst einmal möchte ich gleich etwas vorab schießen, weil ich denke, ein Ausschlusskriterium für euch könnte direkt sich in den ersten Minuten des Films bereits finden. Und zwar ist dieser Film ab 18 und macht das auch ab der ersten Minute des Films glasklar, dass das ein Film für Erwachsene ist. Und ja, da muss ich wirklich sagen, dieser Film ist so herb. Also wirklich, diese ersten Gewaltszenen, die man eben gleich am Anfang sieht, die waren so herb und die waren so ruppig, dass es sogar mich kurz perplex gemacht hat, als jemand, der halt mit Gewaltdarstellung in Filmen, Serien, Spielen nicht wirklich ein Problem hat. So, aber das war so aus dem Nix und das war so ruppig, dass selbst ich kurz den Mund aufgerissen habe und dass selbst ich kurz schockiert war von dem, was da war, weil man nämlich gleich in den ersten Minuten eben sieht, wie ein Vater und seine drei Töchter ja, auf brutalste Art und Weise von einem Monster zerrissen werden. Und ja, zerrissen ist der richtige Begriff. Also die Serie macht ab der ersten Sekunde klar, das hier ist sau brutal. Und ich sage es gleich dazu, dieses Brutalitätslevel nimmt auch nicht ab im Verlauf der Serie und des Films. Und ich finde tatsächlich, in diesem animierten Film hier ist die Gewalt tatsächlich sehr viel krasser und sehr viel heftiger, als sie es in der Serie war. Und auch im Game, auch in den Witcher Games, ist sie nicht so krass, wie sie hier dargestellt wird. Aber ich muss eben wieder dazu sagen, ich finde, es wirkt nicht selbstzweckhaft. Im ersten Moment, in dieser ersten Szene vielleicht schon, da kann man diesen Eindruck bekommen, dass sie direkt erstmal Schock haben wollten. Aber ich finde, im Verlauf der Serie, es ist keine Serie, im Verlauf des Films kommt das wirklich sehr, sehr gut rüber, dass das wirklich eigentlich einfach nur dazu da ist, um diese harte und unbarmherzige Welt von Witcher zu zeigen. Und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut, weil es eben wirklich so ist,
Es zeigt eben, dass wenn ein Mensch auf so ein riesiges Monster trifft, naja, der wird halt einfach zerrissen. Und auch die Ausbildung der Hexer ist ja unglaublich brutal und so weiter und so fort. Und das wird halt alles in vollster Manier gezeigt. Übrigens, warum ich immer Serie sage statt Film, das liegt daran, dass ich bis vor 2 Wochen oder so von ausgegangen bin, dass das eine Serie wird. Für mich war immer klar, Nightmare of the Wolf wird eine Miniserie zu Wesemir. Und irgendwie hat mein Hirn immer noch nicht verarbeitet, dass das ein Film ist, den ich da gesehen habe. Deswegen verzeiht, dass ich da irgendwie immer wieder wechsle. Genau, und deswegen sage ich Ausschlusskriterium, weil wenn ihr mit starker Gewaltdarstellung nicht gut zurechtkommt und vielleicht zum Beispiel bei der Witcher-Serie gesagt habt, ja, das war gerade noch so okay, ja, dann ist das hier ist ein ganzen Zacken schärfer nochmal als die Serie. Und ja, da sei auf jeden Fall diese Vorwarnung gesagt, wenn ihr, ja, wenn ihr vielleicht da nicht so, ja, wenn ihr da vielleicht ein bisschen seichter es gern habt und oder nicht so hart es mögt, dann wird dieser Film für euch nichts sein. Und das sei eben gleich vorab gesagt. Aber nun zum Rest. Ich persönlich fand es, wie gesagt, nicht schlimm und fand es sogar tatsächlich zweckdienlich und es hat halt auch stellenweise wirklich für krasse, krasse Szenen gesorgt, die ich jetzt aber an dieser Stelle nicht spoilern möchte. So, und dann kommen wir doch mal zu Wesemir als Charakter, der ja das Zentrum des Films ist. Und ich muss gleich dazu sagen, am Anfang des Films dachte ich so, oh, ich mag diese Charakterisierung von Wesemir überhaupt nicht, weil es eben sehr dem Wesemir entgegengeht, den man aus dem Game oder aus den Games, aber auch aus den Büchern kennt, weil das eben der junge Wesemir ist und das war mir schon klar, das ist die junge Version von ihm, aber das hat für mich auch nicht so richtig mit diesem Ding, was wir über Witcher gelernt haben, zusammengepasst, dass die emotional relativ abgestumpft sind und so weiter und so fort und dass die nicht viel Humor an den Tag legen und dieser Wesemir, den wir hier sehen, im ersten Kampf, den er fecht, er spricht nonstop im Kampf, also bringt einen One-Liner nach dem nächsten, ist die ganze Zeit am Reden, er ist arrogant wie Sau, er hat so einen ganz ekelhaft suffisanten Humor und wie gesagt, mir ist klar, dass das der junge Wesemir ist und ich kann halt auch nicht beurteilen, ob er vielleicht irgendwo in den Büchern oder so später nochmal so charakterisiert wurde, als er jung war. Aber es beißt sich halt im ersten Mal ziemlich mit dem Wesemir aus den Büchern und dem Game. Und er wird halt dargestellt als ein Scharlatan, als ein selbstbezogener, auf Genuss gemünzter Tunichtgut, dem nur sein eigenes Wohl wichtig ist, womit er ja wieder in diese Hexerbeschreibung eigentlich ziemlich gut reinpasst. Und ich war halt am Anfang, wo ich so das dachte, oh, ich mag den leider überhaupt nicht. Aber ich finde wirklich, gerade durch die Flashback-Szenen, die eben auch sehr zeigen, wieso er diesen Weg gewählt hat, aber dann eben auch durch das, was im Verlauf der Handlung passiert, mausert er sich so Stück für Stück immer mehr im Verlauf der Geschichte fast schon so zu so einer Art Han Solo-Figur, ne? Der Schurke, der aber trotzdem noch so einen Funken Moral in sich trägt und einen gewissen Kodex dann eben doch hat. Und er wird, finde ich, im Verlauf des Films immer mehr zu einem interessanten Charakter, der eben dann auch Facetten bekommt, der nicht nur diese einseitige Darstellung bekommt, dass er der gierige Hexer ist, sondern dass er eben eine Entwicklung nimmt und tatsächlich dann eben von der Kindheit bis zum Ende des Films sozusagen eine Entwicklung nimmt. Und am Ende mochte ich ihn sehr, sehr gerne, nachdem ich am Anfang sehr vor den Kopf gestoßen war von der Darstellung von Wesemir. Generell muss ich sagen, mochte ich es sehr, dass die Hexer schon sehr als das dargestellt werden, als was sie auch meistens beschrieben werden. Sie sind halt monstertötende, abgestumpfte Söldner. Also, das heißt nicht, dass die keinen Charakter haben. Das heißt nicht, dass die keinerlei Emotionen oder Verbindungen zueinander haben. Aber sie werden halt dargestellt, ey, wir sind Söldner. Wir sind monstertötende Söldner, und sind halt sozusagen eine Gilde, die auf brutalste Art und Weise neue Hexer ausbilden, um Geld sozusagen in die Kassen zu spülen. Und ja, dementsprechend, da finde ich eben, Wesemir an dem Punkt ist er halt ein bisschen schwummerig, weil er halt eben auf der einen Seite hat er Humor und ist arrogant und hat Charakterzüge und ist alles andere als irgendwie Emotionen, also als abgestumpft, was sein eigenes Verhalten angeht. Aber auf der anderen Seite wird er eben wieder dargestellt, als was das Monster töten und das Mitgefühl für Mitmenschen und so angeht, da ist er halt total abgestumpft.
Aber so im Großen und Ganzen fand ich diese Darstellung der Hexe halt wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich mochte auch, dass eben dargestellt wurde, wie auch in den Büchern es beschrieben wird, ja, wie erbarmungslos und brutal allein schon die Ausbildung und die Prüfung für die Hexe ist. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die halt als Kinder, als Jungen ausgebildet werden und dass halt die allermeisten davon eben sterben während dieser Ausbildung, Monstern zum Fraß vorgeworfen werden und beim sogenannten, der sogenannten Kräuterprüfung, dem Pfad der Kräuter halt auch vergiftet werden, um diese Hexermutagene quasi in den Körper zu bekommen. Und ja, da gibt es wirklich im Film, das ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler, eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, wie halt mit so einem Voice-Over ein Brief vorgelesen wird, dem ihm seine Kindheits- oder seine Jugendliebe geschrieben hat, in dem sie ihm Wärme und Frieden wünscht. Und gleichzeitig sieht man eben das Leid bei dieser Kräuterprobe, wie die sich am Boden winden, sich übergeben, sterben und einfach bitteres Leid erleiden. Das ist wirklich sehr, sehr, also diese Szenen von dieser Ausbildung der Hexer sind sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch das ist, finde ich, eine gute Aufbauarbeit für alle, vor allem die Bücher nicht gelesen haben oder Witcher 3 nicht gespielt haben, wo das auch nochmal thematisiert wird, aber bei weitem nicht so heftig. Ist es auch wieder eine gute Vorbereitung, um zu verstehen, was die Hexer sind, wieso sie so sind, warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten und warum ist Geralt halt so ein bisschen die Ausnahme in dem Ganzen. Ist auch dafür eine sehr, sehr gute Vorbereitung und das hat mir insgesamt wirklich ziemlich, ziemlich gut gefallen. Generell muss ich sagen, dass ich nahezu alle etablierten kleineren und größeren Charaktere wirklich mochte, beziehungsweise die, die man nicht mögen soll, auch nicht mochte. Und sie haben für mich aber alle funktioniert. Besonders die Beziehung zwischen Ilyana und Wesemir, also seiner Kindheitsfreundin und dann auch, ja, heimlichen Liebe in Anführungszeichen, aber sie beide wissen es eigentlich. Diese Beziehung zwischen den beiden mochte ich extrem. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und sie haben es geschafft, wirklich mit wenigen Szenen, nicht nur hier, sondern auch bei anderen Beziehungen, wirklich den Beziehungen zwischen den Charakteren ein Gewicht zu geben. Und sie schaffen es auch wirklich, dass bei vielen Szenen so eine unglaubliche Trauer mitschwingt, ne? Weil man auch hier eben diese ganz klassischen Thematiken hat, dass die Hexer als Monster gesehen werden, aber sind sie denn überhaupt die wahren Monster? Diese Thematiken, dass Hexer halt richtig, richtig alt werden und normale Menschen nicht und so weiter und so fort. Und sie schaffen es wirklich mit wenigen Szenen, schaffen sie es, Beziehungen Gewicht zu geben, Trauer in die Szenen zu legen und oder aber eben auch Vertrautheit, dass obwohl man in diesem Film, der geht 1 Stunde 20, man nicht viel Zeit hat, um das alles darzustellen, schafft man es trotzdem, dass diese Beziehungen sich echt anfühlen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Auch Madame Gilchrist als Gegenspielerin mochte ich sehr gerne. Ich fand die ziemlich, ziemlich cool. Auch wenn ich mir etwas mehr Hintergrund erhofft hätte, warum sie das so tut, um ihr Handeln besser verstehen zu können. Sie sagt da am Ende im Prinzip einen Satz zu oder zwei. Und dann denkt man sich, aha, okay, deshalb. Aber das hätte ich halt gerne also das hätte ich gern mehr gesehen, warum sie so handelt. Und dann wäre man auch am Ende des Films vielleicht, da stößt ihr Handeln fast an die Grenzen der Logik so ein bisschen. Ich konnte es mir zusammenbauen, warum sie das so macht, aber es knarzt. Genau wie übrigens auch die Regeln, was Monster sind, ziemlich gedreht werden. Aber ich fand es dann sehr, sehr schade, dass diese coole Gegenspielerin, die halt sehr berechnend ist, die ja, aber eben auch menschliche Züge und Eigenschaften hat, die sehr, sehr schlau ist, die super gut intrigieren kann und so weiter. Die mochte ich als Gegenspielerin extrem, aber es hat mir an Charakterfleisch gefehlt, sozusagen, hinter ihr. Das war halt ein bisschen schade. Auch hier wieder, das ist generell so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn das eine Miniserie geworden wäre, wirklich, weil einiges sich halt wirklich nicht voll ausgearbeitet anfühlt, auch wenn mir eben alles gefallen hat. Es sind auch einige coole Easter Eggs und so drin, aber es sind also eingebundene Charaktere. Zum Beispiel in einer der ersten Szenen sieht man halt direkt Wesemir und Filavandril, den ehemaligen Elfenkönig, der ja auch in der Serie kurz vorkam, in einer der Folgen und in einem meiner liebsten Kapitel aus den Büchern auch eine Rolle spielt. Und ja, das auf Charakterebene hat mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch, da bin ich aber sowieso ja immer großer Fan von, das wisst ihr, denke ich, auch wenn ihr den Kanal verfolgt. Ich mag es immer, wenn in so Fantasy-Geschichten so diese Machtspielchen am Hof und
die Konflikte und Intrigen der einzelnen Parteien, also hier eben der Krone, der Magier und der Hexer, wenn die so mit reinspielen und wenn dann eben die Adligen untereinander noch Querelen miteinander haben. Sowas mag ich immer extrem, extrem gern. Und das wird hier eben auch sehr aktiv mit eingebaut in diesem Film, weil Lady Gilchrist halt wirklich direkt zu Beginn versucht, diese Tragödie am Anfang, wo eben dieser Vater und seine drei Töchter sterben und nur der Junge überlebt, und Wesemir, ja, den Jungen zwar rettet, aber eben weder die Leichen beerdigt, noch ihm irgendwie hilft, danach, das versucht sie halt sofort auszunutzen, um gegen die Hexer zu ziehen und Kaer Morhen anzugreifen. Und hat dann eben in Lady Zerbst eine Gegenspielerin, die Beweise fordert. Und man sieht halt, man bekommt immer wieder diese Verhandlungen am Hof, wo dann eben die beiden gegeneinander verhandeln und Beweise fordern oder auch intrigieren gegen die jeweils andere. Und der König eben in der Mitte steht und quasi, wie so eine Puppe von den Puppenspielerinnen bewegt wird. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Film thematisiert sehr, sehr gut die Machtstellungen, warum zum Beispiel Lady Zerbst in ihrer Position ist, die sie hat und so weiter. Und es ergibt halt wirklich Sinn, weshalb sich welche Seite wie verhält. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und sowas mag ich immer sehr gern. Es wird auch das Schicksal der einfachen Bevölkerung gezeigt, wie sie von den Reichen ausgenutzt werden und so weiter. Und natürlich ist auch hier wieder dieser Konflikt zwischen den Menschen und den Hexern drin und diese ewige Thematik im Hexeruniversum, wer das größere Monster ist. Und dass die Hexer eigentlich nur deshalb geduldet werden, weil es gefährlichere Monster gibt als sie, aus Sicht der Menschen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut und wird eben dadurch auch nochmal spannender, dass diese Geschichte, die halt zur Hochzeit der Hexer spielt, wo es eben noch Dutzende von denen gab und nicht nur so ein paar Handvoll. Und das macht das Ganze halt, finde ich, sehr, sehr spannend. Dann kommen wir zu etwas, wo ich sage, ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, der Erzählfluss des Films wird nicht allen gefallen. Denn gerade in der ersten Hälfte des Films hat man halt wirklich tatsächlich oft relativ kurze Szenen in der Jetztzeit, die dann von ziemlich ausufernden Flashbacks abgelöst werden, was sich dann eben immer weiter umdreht mit der Zeit. Also natürlich rückt die Geschichte dann immer mehr in die Jetztzeit mit der Zeit. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass vielen, besonders in der ersten Story-Hälfte, schlicht und ergreifend zu wenig eigentlicher Story-Fortschritt passiert. Und der wirkt dann auch so ein bisschen zusammengeschustert, weil eben durch die Flashback-Szenen, die lang in der Mitte, die Handlung in der Jetztzeit keinen ganz klaren und fortlaufenden Bogen hat. Sodass du nicht so richtig einen Fluss hast, sondern du hast halt so ein Puzzle, was sich Stück für Stück zusammenfügt. Und ich glaube, dass das eventuell nicht allen gefallen könnte. Ich persönlich finde, es funktioniert sehr, sehr gut für mich persönlich. Es fügt sich dann eben alles sehr, sehr schön zusammen und ich mag, dass eben nichts, was in den Flashbacks etabliert wird, einfach so etabliert wird, sondern es hat halt alles irgendwo einen Sinn. Alles, was da gezeigt wird, alle Szenen, die ge gemacht werden, alle Orte, die etabliert werden, alle Charaktere, die etabliert werden, die kommen dann zurück in der Jetztzeit und werden da eben nochmal wichtig für die Dinge. Und das gefällt mir ziemlich gut. Und ja, so zieht sich dann diese Story immer weiter zusammen, wie so ein Puzzle, was immer mehr zusammengesetzt wird und wird eben von wirklich logisch herbeigeführten Twists und Entwicklungen vorangetrieben und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss halt sagen, es wirkt hier und da ein wenig, als würde man Dinge, die bald wichtig werden in Staffel 2, so ein bisschen schnell einfach reinwerfen, damit man es schon mal gesagt hat und die Zuschauer wissen, was Sache ist. Generell denke ich, kann man den Film, auch wenn man keine Erfahrung mit Witcher hat, gut nachvollziehen. Aber bei ein, zwei Sachen hatte ich schon das Gefühl, dass sie ein bisschen voraussetzen, dass man das Hexer-Universum und die Begriffe, die da genannt werden, schon kennt. Was aber, glaube ich, auch irgendwo Sinn macht, weil es ja ein Zwischending zwischen Staffel 1 und 2 sein soll. Und ja, ich bleibe dabei, das Ding hätte, glaube ich, als Miniserie besser funktioniert, weil man für die guten Charaktere noch mal mehr Zeit gehabt hätte, weil man noch mal mehr Zeit gehabt hätte, um sich eine komplette Folge zum Beispiel für die Ausbildung der Hexer zu nehmen oder so.
Es hätte, glaube ich, dieser ganzen Sache sehr, sehr gut getan. Nichtsdestotrotz muss ich halt wirklich sagen, ist das Ganze halt extrem kurzweilig. Es ist ein schöner, kurzer, knackiger Film, der alles, was er etablieren muss, etabliert und funktioniert an dieser Sicht sehr, sehr gut. Und er etabliert, finde ich, wirklich sehr, sehr gut die Lage der Hexer zur Zeiten der Serie. Also auch schon in Staffel 1, wo wir dann einsteigen. Und erklärt sehr, sehr gut, warum es nur noch so wenige von den Hexern gibt. Wobei ich mich bis heute frage, was da mit den anderen Hexerschulen ist. Weil es hier halt so ein bisschen dargestellt wird, als würde es alles an dieser einen hängen. Wieso es ihnen so schlecht geht und so weiter. Das wird alles etabliert und das ist alles, hat sich für mich alles sehr logisch und sehr schlüssig in die Gesamthandlung eingefügt. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Dann zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen zur Inszenierung des Ganzen. Ich finde, der Film sieht ziemlich, ziemlich gut aus und ist gut animiert. Auch wenn zum Beispiel von dem, was ich gesehen habe, ein Castlevania zum Beispiel nochmal einen Ticken runder wirkt. Nichtsdestotrotz ist das alles extrem kompetent inszeniert und animiert. Er zaubert teilweise wirklich sehr, sehr schöne Bilder auf den Bildschirm, hat aber auch seine sehr, sehr grotesken Szenen, sehr, sehr cool designte Monster und das Ganze wird eben auch von einem super guten Soundtrack inszeniert. Die Kämpfe sind wuchtig, sie sind brutal, sie sehen gut aus, besonders die Zaubereffekte und Lichtstimmungen haben mir da eben sehr, sehr gut gefallen und generell hat die Serie wirklich eine gute Inszenierung, wirklich mit, dass nicht die Kamera einfach immer drauf hält, sondern dass auch in den Kämpfen und in anderen Szenen Kamerafahrten eingesetzt werden, die dann um den Kampf drumherum filmen, in Anführungszeichen. Es werden Szenen aus der Verfolgerkamera gezeigt, wo eben ja, eine Person eine andere jagt und es wird aus der Sicht der jagenden Person gezeigt. Dann wird zum Beispiel eine Montage gemacht, wie sie mir Monster jagt. Sie haben teilweise sehr, sehr schöne Übergänge zwischen den Szenen. Zum Beispiel eine Szene, wie er so ganz arrogant Geldmünzen in die Luft wirft und die werden dann zu den blutigen Medaillons der gestorbenen Schüler und so weiter. Oder eben auch so eine Szene, wie Lady Gilchrist eine Geschichte erzählt und dann mit ihren Flammen in ihrer Hand die Bilder daraus macht, sodass man eben eine optische Visualisierung dieser Geschichte hat. Also auf inszenatorischer und optischer Ebene ist der Film wirklich, wirklich große, große Klasse. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass so ein Castlevania oder so nochmal ein Ticken runder ist, aber trotzdem kann man sich hier absolut nicht beschweren. Und es war, finde ich, wirklich ein sehr, sehr schöner kleiner Happen, bevor die zweite Staffel kommt. Und ja, hat, finde ich, Wesemir sehr, sehr schön etabliert und wird, glaube ich, viel Kontext geben in der zweiten Season auch für das, was wir da so sehen, weil da wird ja Kaer Morhen wieder eine zentrale Rolle spielen und die Ausbildung von diversen Leuten. Und ja, das hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Mir hat der Film viel, viel Spaß gemacht. Falls ihr ihn schon gesehen haben solltet, dann könnt ihr mir ja gern verraten, wie ihr ihn fandet. Sorry, dass ich am Anfang so viel rumgestammelt habe. Ich habe mich selber verwirrt mit dem Serienfilm-Ding. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gautron und ciao.